bin heute erstmals mit dem Rennrad unterwegs. Sonst ja meistens eher gemütlich mit dem Reiserad gefahren. Und dachte mir, okay, du versuchst jetzt heute einfach mal, ob du es an einem Tag von Berlin bis zur Ostsee hochschaffst. Meine Route sind 230 Kilometer etwa lang. Ich bin heute Morgen um 6 in Berlin gestartet. War gegen 9 Uhr in Polen. Ich bin jetzt 170 Kilometer gefahren. Es ist irgendwie so etwas nach 3 Uhr, nach 15 Uhr. Und es lief eigentlich gut. Ich merke es jetzt allerdings ein bisschen in den Knochen, also langsam wird es unangenehm. Wetter war top, also ziemlich bewölkt, was ich aber sehr angenehm fand. Jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus, was am Nachmittag auch mal ganz schön ist. Also ich werde auf jeden Fall rechtzeitig ankommen. Bis 20 Uhr geht der Check-in. Also bis 20 Uhr muss ich auf jeden Fall in der Unterkunft sein, die ich reserviert habe. Aber das wird auf jeden Fall klappen, wie gesagt, wenn keine Panne oder sowas dazwischen kommt. Aber auch davon gehe ich nicht aus. Hier ist es jetzt mal sehr schön zu fahren. Teilweise war der Verkehr sehr unangenehm. Also man fährt halt teilweise wirklich Straßen, die sind nicht schön. Aber fürs Rennrad halt dafür geeignet. Und jetzt hoffe ich, dass der Rest der Strecke sich noch ein bisschen angenehmer fährt. So wie hier jetzt. Ja, also ich stelle mir jetzt natürlich die Frage zukünftig, Rennrad und Bikepacking oder doch eher klassisches Reiserad. Es ist schon komplett was anderes. Also man kommt tatsächlich etwa doppelt so weit, doppelt so schnell voran, wenn man mit dem Rennrad unterwegs ist. Aber es ist unterm Strich wirklich mehr Sport als Reisen. Und ich glaube, das hält mich so ein bisschen davon ab, weil ich möchte dann doch unterwegs mehr mitbekommen, mir ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ein anderer Punkt, der mich tatsächlich dann mit dem Rennrad auch ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass man auf die Straßen angewiesen ist. Man kann nicht einfach mal durch den Wald oder über einen Schotter fahren oder so. Das wird dann sehr, sehr unangenehm oder man muss schieben. Und es ist dann, glaube ich, doch nicht jedermanns Sache, also zumindest meine nicht, oft auf stark befahrenen Straßen zu fahren. Also gerade jetzt hier der Weg zur Ostsee hoch, da bin ich oft mit viel motorisiertem Verkehr unterwegs gewesen und die Straßen haben auch alle keinen Seitenstreifen, auf denen man schön fahren könnte. Das schreckt mich leider auch ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz, das war eine super Erfahrung, mal zu sehen, wie weit man alleine mit dem Fahrrad an einem Tag kommen kann. War eine super Herausforderung, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, in Zukunft, wenn ich irgendwelche Touren fahre, dann greife ich doch wieder zu meinem altbewährten Reiserad.